Ich glaube schon, dass in der Tiefsee noch einiges zu finden ist, was man halt noch nicht so kennt, was man noch nicht so gesehen hat. Allerdings, also man kennt schon relativ viel und man kann sich plötzlich auch ganz viel vorstellen, was halt funktioniert. So, also ein Professor hat mal gesagt, es gibt in der Biologie nichts, was unmöglich ist. Also ich habe normal Bio studiert, auf Bachelor, und wurde das Tauchen angeboten, also als Unisport. Und da habe ich mir gedacht, das versuche ich einfach mal. Und ja, das erste Mal den Kopf ins Wasser gesteckt. Und dann habe ich gedacht, Wahnsinn. So, und jetzt würde ich halt... probieren, ob die Flasche funktioniert. Also mir als Meeresbiologin geht es jetzt um die Schiffsbohrmuschel, auf Latein Teredo navalis. Die ist sowohl in der Wirtschaft ein wichtiger Faktor, weil sie halt die ganzen Buhnen und ja, die ganzen Steganlagen halt zerfrisst, also sich da reinbohrt, und als auch in der Archäologie, in der Schiffsarchäologie wichtig, weil sie halt die ganzen Wracks befällt und zerfrisst. Und jetzt bringe ich halt einmal Kieferplatten und Eichenplatten an, und dann schauen wir nach einem Jahr, wie viele Tiere sich darauf angesetzt haben, und können das dann halt auszählen und können dann ungefähr einschätzen, wie doll der Befall gerade hier in der Ostsee ist. Ariel habe ich geguckt, ich oute mich, ja. Es hat mich fasziniert, auf jeden Fall. Es ist ja eine andere, bunte, schwerelose Welt, so. Aber es ist nicht der Lebensinhalt, sage ich mal. Es ist nicht alles. Davor habe ich tatsächlich so ein bisschen Angst, gerade so in der Wissenschaft nicht ernst genommen zu werden. Allerdings, wie gesagt, kommt halt dieses Monoflossenschwimmen ja aus dem Leistungssportbereich, und es ist halt nicht nur Kitsch, sondern es ist anstrengender Sport, und es ist halt, das Apnoe-Tauchen erfordert viel Kondition und viel Ausdauer und viel Körpergefühl einfach. Ich war komplett auf mich allein gestellt, also ich habe absolut keine Unterstützung bekommen, außer von meinen Eltern. So, meine Eltern stehen dahinter, wofür ich sehr, sehr stolz bin. Und einfach, meine Mama ist halt gelernte Schneiderin. Worin sie mich dann total unterstützt hat, ist halt, die Flossen zu schneidern. Also ohne meine Eltern hätte ich das gar nicht auf die Reihe bekommen. Also ich möchte auf jeden Fall das Meerjungfrauenschwimmen mehr etablieren hier. Derzeit beschränkt sich das mehr so auf Einsteiger, so Schnuppergeschichten, aber ab nächster Woche starten halt auch die Bronzekurse und im nächsten Jahr hoffentlich die Silberkurse und dann Gold und vor allen Dingen das regelmäßige Schwimmen dann auch. Jetzt werden wir uns jetzt Meerjungfrauen im Wasser begrüßen. Und zwar ist es quasi so eine halbe Vorwärtsrolle, und versucht man die Flosse oben rauszustrecken. Wenn ihr das hinkriegt, dann auch noch für mich. Genau. Ich mach das einmal vor. Ja. Gibt es einen Plan B zum Meerjungfrauenschwimmen? Also ich bin ja grundsätzlich Meeresbiologin, ich bin Forschungstaucherin und mache das. Also ich versuche das aus diesen drei Komponenten halt schon zusammenzustückeln. Also ich möchte es definitiv nicht aufgeben, auch wenn es nicht gleich funktioniert. Es braucht ja alles so seine Anlaufphasen, und ich gebe alles dafür, dass ich das weiterhin ausbauen kann und einfach anbieten kann. Das Gefühl, was ich habe beim Schwimmen, ist einfach schwerelos.
Also ich fühle mich im Wasser angekommen, sage ich mal. Das ist so meine Welt, es ist entspannt, es ist ruhig. So in der hektischen Welt da draußen habe ich manchmal das Gefühl, einfach ja, abtauchen zu wollen. Und genau das tue ich halt mit dem Sport.